Lit up the fire, let everyone know. The sooner the better, they all want to go. We dance till the morning, we'll dance till we drop. When morning starts rising, we leave them with all that is ours. Stars by the sea. We all come from somewhere. We all have our doubts. We're chasing perfection, but we'll never figure it out. Somehow we lost it all. In the fall. Ja. Guten Morgen. Ach, guten Morgen. Gott, ich... Oh, Entschuldigung, bitte. Das wollte ich gar nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hab ich gut geschlafen nach gestern? Ja, ja, aber... Okay. Übrigens, unser Malheur gestern hat mir ordentlich was an Munition gebracht. Vielleicht kannst du damit was anfangen. Und die Überreste von so ein paar Zombies, die werfe ich mal hier einfach in Papierkorb. Die meiste Munition davon ist nichts für mich, aber ich glaube, ein bisschen was davon kann Logan vielleicht benutzen. Ja. Ich überlasse sie dir einfach mal. Ja, danke. Danke. Oh, ach, das ist doch ein schöner Tag. Nach so einem Regen aufstehen, die Sonnenstrahlen. Ist doch eigentlich was Feines. Eigentlich schon, ja. Frage ist nur... Wir müssen mal gucken, was jetzt eigentlich noch zu tun ist, weil es gibt ordentlich was zu tun eigentlich. Ja. Wir müssen anfangen mit irgendwie, dass wir selber Essen anbauen, weil ewig hält das Essen, was wir haben, nicht. Außer wir finden durch Zufall eine Vorratslieferung da. Wir brauchen die Mauern und wir brauchen auf jeden Fall auch wieder Verbandszeug, weil ich glaube, bei uns allen wird das ziemlich, ziemlich knapp aktuell. Stimmt allerdings. Ich weiß vielleicht, wo wir welches herbekommen. Nee, jetzt ernsthaft? Ja, okay, also, hör mir zu. Okay. Du weißt ja, ich war früher weltbekannter Ingenieur, stimmt's? Ja, ja. Du warst Ingenieur, ja. Und als solcher habe ich natürlich auch oft Teile für Zeug bestellt. Und ja. Meine letzte Lieferung ist nie angekommen. Und da gab es die Gerüchte, dass die Brücke, auf der der Zug mit den Teilen unterwegs war, gesprengt wurde. Und da besteht die Möglichkeit, dass da noch ganz viel anderes Zeug dabei ist, was uns nützen könnte. Das wäre brillant. Das würde uns so helfen. Ja. Selbst wenn da nur ein bisschen Essen oder Verbandszeug wäre, das würde uns allen hier helfen. Genau. Vor allem, wenn es irgendwie so ein Liefern-Güterzug oder sowas war, dann muss da ja eigentlich ordentlich was drin sein, wenn er nicht geplündert worden ist schon. Das ist natürlich... Wenn die Brücke gesprengt wurde, kann es natürlich auch sein, dass er ausgeraubt wurde. Aber ich glaube, das Risiko müssen wir halt jetzt einfach mal eingehen. Ist der über die Ost-West-Strecke gefahren? Sollte wahrscheinlich, ja. Ja, müsse. Dann weiß ich, wo wir hin müssen auch. Ich kenne da einen Zugang. Weißt du, was das heißt? Was? Wir machen einen Roadtrip. Wollen wir mit dem Auto dahin? Ich meine... Gut, die Strecke ist schon recht weit, das stimmt, aber... Ja, ich würde schon sagen. Okay, dann. Okay, dann, let's go. Ich habe hier eins in meiner Garage stehen, die
Ja, dann pack das gute Ding mal aus. So. Okay. Oh, okay, das ist. Ja. Da war noch Tank drin, ne? Ein bisschen was. Hattest du gesagt. Dann. Oh, hey. Na, dann drück mal auf die Tube. Okidoki. Dann hoffen wir auch mal, dass der Tank reicht, ne? Ich kann dich auch gerne ein bisschen lotsen. Ich sollte eigentlich die Strecke von hier aus kennen, wenn ich es richtig im Kopf habe. So mehr oder weniger. Oh. Ich glaube, auf der Strecke war auch noch eine Tankstelle. Da können wir dann noch nachtanken. Das wäre natürlich passend. Oh. Ein Moment. Das Gestrüpp verdeckt uns den Weg. Das ja. Passiert. So, rein theoretisch sollten wir jetzt durch den Fahrersitz. Und na, sieh mal einer an. Achso. Entschuldigung. Ich hab mal ein bisschen Handschuhfächer und so hier durchkramt, hab ich eine Kassette gefunden. Ich leg die einfach mal ein, wenn's für dich okay ist. Ja, klar. Okay, dann play. Check it out, see what it's all about. But the traffic was fast and the money was slow. The people I met you never get to know. Dann schaue ich mal, ob ich vielleicht noch irgendwie was Sinnvolles hier drin finde. Guck mal, ah, da kann man hier noch. Hallo? Gut was auffüllen. Nee, Zombies scheinen hier nicht mehr drin zu sein. Die wären sonst aufgeschreckt worden. Aber Automaten vielleicht. Ja, essen, trinken. Dem hier? Ja. Perfekt. Hier. Oh, ich habe ein paar Sandwiches. Let's go. Hier, kriegst auch ein paar. Ach, hier oben ist auch noch was im Regal. Ich guck mal bei der Kasse noch was ist. Kanister. Oh ja, hier auch, hier auch. Nehm ich. Oh, Zimtschnecken. Oh. Schokolade, noch ein paar Sandwich, ein Whisky, ich sag mal, noch ein Whisky habe ich auch nichts gegen. Noch ganz viel Dosenfood und ein bisschen Kaffee. Kann ja noch ein richtiger Partytrip werden. Ich trinke erstmal. Ah. So ein Käffchen, willst du auch ein Käffchen? Ja, gerne, ich hatte heute noch nichts. Ja, da fühle ich mich direkt wacher. Ja, ja. Das ist gut. Dann... Würde ich sagen, gehen wir mal weiter, oder? Vollgetankt ist? Ja, komplett voll. Dann weiter geht die gute Fahrt. Ja, da ist es. Ich hatte es richtig nur im Kopf. Sehr schön. Da sind wir. Perfekt. Okay, und da links geht's auf jeden Fall schon mal nicht hoch. Ja, das ist ein. Das könnte jetzt nur ein bisschen glitschig auch mit den Gleisen oben werden. Da müssen wir echt aufpassen. Jep, da hinten sieht man auf jeden Fall schon mal, dass es zum Einsturz kam. Aber durch den Nebel und den Regen sieht man auch sonst nicht viel. Ja, das sollten wir auch. Gut, außer dass man hier vielleicht diese Seite nicht hochgehen sollte. Ja. 20 Euro, wenn du es doch machst. Nee, das Geld ist doch sowieso nichts mehr wert. Stimmt eigentlich. Okay, pass auf, wenn du hochgehst. Ja, ja, ist ein bisschen glitschig. Du musst auch aufpassen. Sollte passen. Oh, okay. Der Zug ist sogar ziemlich perfekt, glaube ich, da bei der Einsturzstelle. Ja. Okay, aber war der halt lieber mal die Waffe bereit.
Ja. Weiß nie, was hier nachher alles lauert. Ich nehme die Axt. Ich guck mal hier rein, ja, ob hier noch jemand ist. Guck hier in den ersten Waggon. Oh. Ich komm nicht hoch. Eine Leiche. Ich guck mal, ob die. Vielleicht hatte der Lokführer was bei. Okay, wir müssen über den Lok gehen. Wir kommen sonst nicht hoch. Ein Hammer. Ein Hammer? Aber ansonsten nur verrottete Sachen. Ja. Oh, der ist, glaube ich, ganz gut. Okay. Oh Gott, das ist richtig rutschig. Wir müssen richtig aufpassen, ja. So. Ah, war eine Brechstange. Okay, ich wag den Spruch. Hä? Da liegen zwei Leichen. Ja, das habe ich gerade schon gesehen. Das. Yo, hier ist so viel Verbandszeug. Perfekt. Ich guck mal, ob die vielleicht was mit hatten. Oh, die hatten auch. Oh, Zorm, ich glaube, die kommen vom Krankenhaus. Oh, weißt du, was ich mir vorstellen kann? Was? Du hast gerade ganz viel Verbandszeug gesehen. Das heißt, das Krankenhaus hat vermutlich auch eine Lieferung erwartet. Und weil es nichts kam, sind sie selbst hier hingegangen. Weil guck mal, hat zwar selbst auch ein paar Pflaster dabei und auch Morphin, aber guck mal, das war eine Krankenschwester. Der hier unten. Hier ist so viel, das passt kaum alles hin. Brauchst du eine Uhr? Ich meine, ich würde. Oh, Wasser ist ein bisschen. Ja, der hier hat noch eine Uhr mit und eine Medical Box. Ja, die ist, glaube ich, stehen geblieben, aber egal. Was? Oh, das ist einfach nur eine Box. Oh. Stabil. Okay, ich gehe einfach hier an der Seite, quetsche ich mich vorbei. Ja, so akrobatisch. Statt oben drauf. Was ist hier noch? Yo! Wir haben den Jackpot-Zorn. Das war so eine gute Idee. Was? Guck mal, wie viel Essen und Getränke hier drin sind. Jo, ist ja komplett voll. Das passt an. Wir können bis zum Ende unseres Lebens uns damit ernähren. Das kann ich. Ich habe gar nicht so viel Platz in meinem Rucksack, Junge. Ich pack meinen Rucksack, packe ich mal hier hin und dann nehme ich mir mal so eine Reihe hiervon erstmal und eine Reihe hiervon und pack sie rein. Ich glaube, da müssen wir mehrere Runden nach unten machen, weil es kann ich auf jeden Fall alles nicht so viel mitnehmen. Mein Rucksack ist schon komplett voll. Ich glaube, bei mir passt aber, glaube ich, der Rest rein. Okay, perfekt. Ich weiß nicht, hast du noch was rein muss? Ich meine, ich habe auch noch ein bisschen was rausgenommen, das könnte ich theoretisch reinpacken. Du kannst hier noch ein bisschen was reinpacken. Ich nehme einfach mal die Medizin und du das Essen mit. Das ist gut aufgeteilt. Okay, die Kisten sind verschlossen. Ja, da so ist verschlossen war wahrscheinlich Munition drin. Okay, ich gucke aber da nochmal ein bisschen. Ey, pass auf. Gott, ist das glitschig, ey. Da vorne geht's runter, pass wirklich auf, okay? Da könnte aber noch was Gutes drin sein. Ich sag nur, sei vorsichtig. Wenn du runterfliegst, ist kritisch. Ich schaff das, keine Sorge. Okay. Ich gehe an der Seite lang. Okay. Bleib du hier. Wir müssen nicht zwei Leben riskieren. Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ist das glitschig? Ach du Scheiße. Ich versuche mich zu halten. Ja. Oh Gott, guck dir mal an. Wie ist das denn passiert? Es muss eine Sprengung oder so gewesen sein. Wir sind auch noch Container. Die sollten wir gucken, dass wir vielleicht auch noch rankommen. Gott, okay. Geht's da tief runter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Gott, langsam, aber sich. Ach du Scheiße. Es ist so glitschig, ne? Halt dich wirklich gut fest, okay? Ich halte mich so gut fest wie noch nie. Aber das geht, wenn ich da gleich um die Ecke gehe, gibt's nichts mehr zum Halten. Ich muss einfach hoffen. Halt dich irgendwie an einem Türgriff oder so fest. Versuch's. An die Wand. Okay. Puh, der schwierigste Part kommt. Langsam und vorsichtig, okay? Okay. Kurz, kurz sammeln, ruhig. Du schaffst es, du schaffst es. Du bist Profi. Und. Ah, Scheiße!